It's your boy Skinny P. Willkommen, meine Damen und Herren. Wenn ihr glaubt, ihr habt schon mal einen echt schlechten Spieler gesehen, dann wartet ab, was jetzt kommt. Kopf und Verkauf Skins auf Skinbaron. So, Dille, wir haben ja Mr. Keck aka Suspect und ich habe mir die ersten 2 bis 3 Runden angeschaut, einfach nur um zu gucken, dass er halt irgendwie nicht rein spinbottet und sowas. Ich kann euch direkt sagen, er ist halt ein absoluter, man sieht's ja schon, absoluter Vogel. Also er hat Warlock und Vision Assist, das kann ich euch direkt sagen. Nur wie er die Sache nutzt und vor allem wie verwirrt er an manchen Stellen ist durch seine Cheats, also weil sie ihn einfach, ich weiß auch nicht, überfordern oder sowas. Und wenn man dann noch beachtet, was er da für einen Schotter macht, also er nutzt die Sachen ja auch irgendwie erst gar nicht richtig, ne? Ich meine, tötelt da rum, läuft dabei, trifft halt dann nicht und sowas. Passt auf, jetzt direkt in der 2. Runde ist die Verwirrung sehr groß bei ihm und was er dann auch noch versucht. Also wo er, als wenn er das allererste Mal in CSGO wäre und vor allem das erste Mal auf Ding jetzt, auf Cash halt. Also, passt mal auf. Also, gleich. Er steht kurz da, schreibt wahrscheinlich. Er zieht schon direkt auf die Feinde drauf. Hier auch schon wieder. Also, er kann gar nicht in Ruhe rumlaufen, weil sein Cheat so dermaßen reingreift in seinen eigenen Ablauf, dass er. Also, ich denke nicht, dass das gewollt ist. Und dieses. Wahrscheinlich panisch vom PC und denkt: Scheiße, wie kriege ich das hin? Und jetzt kommt hier zum Beispiel eine Stelle. Also, er muss ein Vollidiot sein oder brandneu. Er versucht da hochzuspringen. 2-mal. Und denkt, er kann da irgendwie durchgehen. Also nicht nur, dass er halt einfach grundsätzlich, weil er cheatet, ein kompletter Dödel ist, sondern er scheint auch die Map überhaupt nicht zu können. Wie auch immer, er läuft hier auch rum, als wenn er irgendwie neu wäre. Und ich meine, klar, er muss natürlich nichts abnehmen. Er muss keine Engel halten und sowas. Er weiß ja, wo die Gegner stehen. Das ist für ihn kein Problem. Auch hier weiß er ganz genau, wo er steht. Und auch wie er da gleich drauf zieht, ist halt mehr als frech. Also er ist natürlich, er ist so oder so. Es ist so eine freche kleine Warze. Der Bann ist hundertprozentig drin bei dem. Aber ja, ich frage mich jedes Mal, wenn ich sowas sehe, also wenn jemand durch die Map läuft und halt der Aim Assist so anschlägt, dass er gar nicht richtig laufen kann. Und vor allem, dass er auch nicht die richtigen Gegner anaimt, sondern andere. Die weiter wegstehen, zum Beispiel jetzt. Also, dass er da. Wie kann sowas passieren? Wuppe guckt einfach nach rechts. Er sollte eigentlich geradeaus laufen. Und er kennt dann auch die Entfernung halt hier in dem Fall nicht. Also das ist ganz strange irgendwie. Mal wieder, oder? Ja doch, es ist nicht so extrem oft, dass wir jemanden haben, der halt null Plan hat. Von der Map, vom Spiel und von seinen Cheats. Aber jetzt ist mal wieder so einmal, dass wir so einen Knilch haben, der absolut reinkackt. Einfach braindead. Der holt sich Counter-Strike und bevor er überhaupt eine Sekunde, er schießt sein Mate in den Arsch, bevor er überhaupt eine Sekunde mal einfach so versucht, irgendwie zu spielen, werden direkt Cheats geladen und es geht los. Man kennt das Spiel und die Map nicht, scheißegal. Solange ich durch die Map durchaimen kann, hier auch wieder, wie er da versucht hinzudödeln. Und dann trifft er halt noch nicht mal richtig, ne, weil er beim Schießen rumsteppt und sowas und die ganze Sache nicht nachkommt. Also das ist wirklich lächerlich, das ist absolut lächerlich. Ich hol mir gleich noch. Das ist wahrscheinlich ein brandneuer Account. Wollen wir uns den angucken? Ja, wir gucken uns den an. Ich hole mir gleich noch den Account von ihm und dann schauen wir mal rein. Aber ich kann euch prophezeien, dass es. Also, entweder ist es irgendwie überraschenderweise ein Account, der halt irgendwie. Ja, ein bisschen was drauf hat, der gar nicht so aussieht. Und das ist einfach nur irgendein Vollidiot, der. Was weiß ich, sonst andere Spiele spielt und jetzt gehört hat: Ey, Counter-Strike kann man total easy reinschießen. Nee, und das mal probieren wollte. Oder ist es halt ein Smurf. So mit Only Counter-Strike und dann irgendwie da drin 50 Stunden oder sowas und das war's. Level, Steam Level 0 oder sowas oder Level 1, 2 halt. Ja, also absoluter Keck-Account. Darf ich aber gleich nicht vergessen, weil ich muss, ja, ich kann dann gleich noch nicht bewerten. Die Bewertung machen wir dann ganz am Ende. Schon wieder aimt einfach Richtung Mitte. Also, ich bin mir hier bei ihm auch, wie gesagt, zu 100% sicher, dass er ein Vision Assist hat. Dennoch versucht er manchmal einfach schon mal den Aim Assist hinzuzuschalten, um halt einzuloggen, zu gucken, wer näher ist oder wer, wo die Gegner dann sind. Also ich meine, er sieht's ja, also ich weiß auch nicht. Das ist irgendwie keckig. Auch hier ist wieder einer. Und er wird sogar gekillt von ihm, oh mein Gott. Also er ist, ja gut, ich muss es nicht noch weiter emphasisieren, er ist einfach schlecht. Er ist einfach ein richtiger Dödel. Bin sehr gespannt auf seinen Akt. Ob er da irgendwie noch andere Spiele stehen hat oder wirklich nur rein smurft. Weil ich meine, normalerweise, wenn du halt in Counter-Strike cheatest, habe ich zumindest bis jetzt immer gedacht, dann kennt man das Spiel irgendwie. Hat es auch schon gespielt, weiß, wie es funktioniert und kennt auch so ein bisschen zumindest halt die Maps und weiß zum Beispiel, dass man da nicht in die Map reinspringen kann. Das ist irgendwie, das ist so Standard halt. Aber für ihn scheinbar nicht. Weil wir die ganze Zeit einloggt, das ist.
kriegt er nicht mal den Kill. Affe. Die anderen zwei sind auf B und chillen. Mal gucken, ob er jetzt hier durchbratzen will. Achtung. Ah, ne. Ich dachte, er versucht jetzt hier mit der Autosnipe durchzuschießen. Der Mate wurschtelt scheinbar auch rein, ne? Er ist nicht der Einzige, der hier reinschiedet, sondern dieser Headshot, also in dieser Demo-Headshot ist, wir können mal kurz noch nach der Ding gucken. Ah, ja. Aha, 20-3-7. Und was hat Headshot? 7-1-6. Mhm. Ja, die CTs haben, nehme ich stark an, nichts an Cheats am Start. Gehen jetzt gnadenlos unter, ne? Also ich, auch wenn er voll gekillt wurde, aber man sieht ja, trotz Cheats ist er halt hier, weil er läuft, während er schießt. Ne? Also das hier war jetzt natürlich komplett reingeschisselt, aber die Male davor, da ist er mitunter einfach gelaufen, während er geschossen hat. Dann triffst du halt nicht, Was ist jetzt AFK? Musst du dich rechtfertigen? Ich schwöre, ich habe gerade total Glück gehabt. Ich cheate nicht. Das war... Es ging gerade mit mir durch. So eine kleine Kacknase. Ich frag mich, ob jemand sowas machen würde, sich dafür noch rechtfertigen, wenn er so reinkackt. Nee, bestimmt nicht. Oder keiner ist so frech. Oder so zurück... Ja, wohl, doch zurückgeblieben könnte natürlich sein. Wir schauen mal jetzt in den Account rein. Ja, das Profil sieht passend aus. Level 5, kaum Freunde. Inventory gucken wir natürlich auch rein. Aber da war, glaube ich, eigentlich nichts drin. Da ist nicht allzu viel drin. Er hat sich auf seine normale AK-47 den Cheon-Gizgnim Sticker geklebt. Hat hier ein Nudel-Graffiti. Okay, das ist ziemlich nice. Naja. Loyalty Badge. Das ist sehr frech, dass er sowas hat. Sehr, sehr frech sogar. Gut, okay. Dann gehen wir in die Bewertung über. Soweit, so gut. Also, wir drücken hier eben natürlich Aim Assist, Vision Assist. Other hat er, glaube ich, nichts gemacht. Also, ich glaube, er hat ein paar Bunny-Ops versucht, aber die sind ihm nicht gelungen. Bin ich mir zumindest ziemlich sicher. Und bei Grief hat er dem Kollegen in den Arsch geschossen, als der vor ihm gesprungen ist. Das war aber nur dieser eine Moment, da würde ich jetzt halt nicht Grief drücken, auch wenn ich ihm eigentlich gerne drücken würde, weil er ein Kackvogel ist, aber ne, es war halt kein Grief vorhanden. Also er hat, was das angeht, normal gespielt. Also was Dingens angeht, ne, Griefing. Gut, meine Damen und Herren, dann haben wir den hoffentlich weggeschisselt. Ich werde mir das Profil schnell abspeichern. Wartet mal. Ah, ich hab ihn eh noch offen auf dem Desktop, alles gut. Das lege ich mir ab und dann gucken wir rein, wann der Bann bei ihm eintrudelt. Ich hoffe doch bald, weil wer so frech reinschisselt, der stinkt aber hart nach Maggi, aber richtig hart. Ich bedanke mich somit wieder bei euch fürs Zusehen. Vergesst nicht, wir haben aktuell... Warte, jetzt keinen Scheiß machen, nicht, dass ich den wegdrücke. Ne, ich habe auf dem Desktop nochmal offen, ne, ja. Wir haben aktuell noch ein Knife-Giveaway am Laufen, ganz frisch von Saikusa gesponsert, dem alten Knödel. Und zwar gibt es hier ein wunderbares, wartet, dieses wunderbare Gutknife Autotronic gibt es aktuell im Stream. Also ran, meine Damen und Herren, wir streamen dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Viewergames, Giveaways, Spaß, ihr, geil. Danke fürs Zusehen, macht's gut und bis zum nächsten Mal oder dann bis zum nächsten Stream. Danke auch für die Kommentare und die Likes, later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen, dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.